bist du denn? Achso, du bist so ein hässliches Pokémon. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, die wollte singen, ey. Ich wollte echt nicht, dass sie singt. Ich wollte es nicht. Du kriegst jetzt ab, was ich und mein Pokémon empfinden, und zwar in Form der Z-Kraft. Liebe, Hass, Einsamkeit. Was kann man noch empfinden? Hunger? Das ist hauptsächlich das, was ich empfinde. Müll kann man natürlich auch empfinden. Ich finde das Pokémon trotzdem cool. Ich weiß nicht, wie es im Anime aussieht, aber ich finde es eigentlich cool. Ich wollte schon sagen, irgendwo ist Ende. Ein paar EXP. Mabula erreicht Level 52. Sehr schön. Agrostella. Ich weiß gar nicht, was ein Agrostella ist, ehrlich gesagt. Ach, das war doch das Ding mit dem Stacheln, oder? Okay, das Ding hat einfach noch mehr... Ist das die Entwicklung von dem Ding mit dem Stacheln? Ich weiß, dass Psycho sehr stark war. Aqua-Durchstoß. Psychokinese! No, es ist tot. Ist das tragisch. Ich staune. Alles, womit ich dich konfrontiert habe, hast du gekontert. Ja, du hast auch nicht deine Z-Kraft eingesetzt, aber passt schon, ist in Ordnung. Wenn du überhaupt Z-Kräfte hast. Du halber Hahn. Wir laufen natürlich auch ein bisschen durchs Gebüsch, um zu gucken, was es hier wirklich für Pokémon gibt, weil es ist ja auch wichtig. Müssen wir ja auch erfahren. Sonst hätten wir niemals einen Granbull gesehen. Komisch, wenn wir das jetzt einfangen. Mit einem Meisterball. Wird erstmal dumm, aber ist egal. Würden wir aber das Stellar-Pokémon da bekommen, was ich vergessen habe. Hey, du bist ja Fee. Stimmt, Granbull ist ja Fee und nicht normal. Ich weiß ja drauf, dass Granbull normal ist, aber der ist ja eine Fee geworden. Sieht man ihn ja an. Sind wir mal ehrlich, die Zahnfee sieht auch nicht anders aus. Die Zahnfee sieht auch nicht anders aus als die. Level up! Meins. Ein Finsterstein. Wo wir genau hin müssen, keine Ahnung. Wir laufen einfach erstmal. Oh, wir sehen, müssen, glaube ich, da nach unten. Ich lege gerade eine Pause vom Bärensammeln ein. Das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Wir müssen da unten hin, also drehen wir gleich erstmal um. Habe ich gerade gesehen, wir haben nur eine Karte, Mensch. Weißt du doch, ey. Ich spiele das Spiel doch nicht zum ersten Mal. Oh wei, Alter, oh wei. Okay, nur Kokowai ist verändert. Okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt gut gegen dich ist. Das ist ja Psychopflanze. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sorgensam. Er hat mich mit irgendwas besamt. Was geht ab? Was geht hier ab, Alter? Kein Plan. Dankeschön. Oh, süß. Hast du noch einen Kokowai? Bundlebee. Das klingt, glaube ich, nach dieser Biene, oder? Gott, du bist so unnötig auf der Welt, ey. Auch wenn Käferbrumm immer sehr weh tut. Muss man echt sagen, Käferbrumm tut echt immer weh. Kodon erreicht Level 52. Vielleicht widme ich mich doch lieber wieder den Bären sammeln. Ja, wäre besser, wa? Rosillehalter. Okay. Dann gucken wir jetzt erstmal nach oben.
Es ist das da. Wirkungslos, effektiv. Tschüss. Müssen wir nicht unbedingt. Das kleine Ding bringt uns sowieso nichts. Nichts bringt uns das kleine Ding im Leben. Nichts. Wir können hier natürlich auch noch Bären gucken. Wer weiß, vielleicht springen da ja auch andere. Vielleicht springt da ja auch irgendwann mal die Entwicklung von denen raus. Aber es scheint immer nur ein Krabox zu sein. Na, er hat ja auch noch eine Entwicklung. Ein bisschen boxlastiger. Aber tschüss. Wir sollten unser Pokémon noch mal heilen. Wir wollen ja doch noch ein bisschen mehr mit... Es geht wieder los. Ein Suppentrank. Ach komm, dann kriegst du noch einen normalen Trank rein und dann müsste es dir gut gehen. So, 1 KP. Ja, komm, 1 KP. Lass stecken. Pelipper. Nö, tschüss. Niesel. Oh Mann, jetzt regnet es wieder wegen dir. Der Pelikan. Meins. Ein Top-Trank. Das ist top. Also der Trank. Von hinten, Alter. Von hinten. Hast mich nicht mal mehr kommen sehen, wa? Was? Aber was nützt das? Ja, Attacken. Er macht irgendwelche Attacken. Also er wird mit seinem Pokémon Attacken machen. Das haben wir jetzt festgestellt. Quinn. Okay, Granbull, da wissen wir, was wir einzusetzen haben, weil es ist eine Fee. Komme ich einfach nicht drauf klar, dass Granbull eine Fee geworden ist. So, Sternhieb, dann bist du auch weg. Tohaido. Ach komm. Weil wir es können. Weil wir es einfach können. Los, Mabula. Keine Chance gegen mein Elektro-Pokémon. Donnerblitz. Sieht alles plötzlich so gelb aus. Kannst du noch so rumstehen, Alter? Das überlebst du nicht. Ich bin echt großer Fan von Mabula, muss ich sagen. Ich finde das Pokémon mega krass. Ich finde das mega stark. Ampharos. Schade, ein Mega-Ampharos wäre auch lustig. Gibt es hier eigentlich Mega... Ja doch, Mega-Pokémon gibt es hier auch, oder? Ach ja, Boden ist ja sehr effektiv, nicht Stein. Ach man, ich bin immer darauf, dass Stein sehr effektiv ist. Das ist furchtbar. Ich bin immer darauf, dass Stein sehr effektiv ist gegen Elektrizität. Aber ist ja auch egal, wer hier... Wer den fertig macht. Im Endeffekt machen wir den fertig. Granbull, Tohaido, Ampharos. Unnötig, Mann. Mich interessieren keine Bären. Bären nutzen wir eh nicht. Ein Gastrodon. Nö. Ich glaube, ich Drache, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube Drache. Oder? Drache Wasser, glaube ich. Ich weiß es nicht. Drache Wasser Schleim oder so.
Pidibär. Nö. Tut mir echt leid. Oh, Regen. Tut mir echt leid, Bebop, dass du jedes Mal rausgeschmissen wirst und dann, naja, hauen wir ab. Tut mir echt leid, ey, dicker Büro. Ich habe mir ein neues DM zugelegt und du bist derjenige, der es... Ich bitte drum, ja. Schlag mich. Schlag mich, Alter. Schlag mich damit. Paddel mich, ey. Paddel mich. Okay, was hast denn du da? Krieg das TM da, wenn du verloren hast? Tropius. Ein fliegendes Pflanzenmonster. Das habe ich noch nie fliegen sehen. Normalerweise sehe ich es immer stehen. Mach mal. Ist das dein TM? Mein Beileid. Das musst du mit Sonnenattacke einsetzen, Mann. Dann kannst du ständig Solarstrahl einsetzen, ohne dass es sich auflädt. Mann, weißt du das denn nicht? Dressella. Komm, wir bleiben bei dir. Ist sowieso... Ist da Fee drin in Dressella? Dann können wir nämlich Sternhieb machen. Nö, okay. Dann setzen wir ganz normal Zen-Kopfschuss ein. Macht sowieso Solarstrahl, also im Endeffekt... Im Endeffekt ist es egal, was wir einsetzen. Der wird sowieso... Seine TM ist scheiße. Habe ich auch nie in Pokémon Blau gemocht, wenn Bisasam das oder so gelernt hat. Oder beziehungsweise... Bisaflor. Ich musste kurz überlegen. Ich hätte weniger ausprobieren und mehr gewinnen sollen. Krieg ich das TM? Mit Sonntag hätte ich die Attacke Solarstrahl einsetzen können, ohne sie vorher aufzuladen. Es hätte mir vielleicht den Sieg eingebracht. Oh, ist wieder Mantag-Surfen, oder? Oh, ist wieder Mantag-Surfen. Müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Finde ich eigentlich cool. Macht eigentlich Spaß, Mantag-Surfen. Topschutz. Den können wir gleich Lilly in den Rachen werfen. Aber jetzt gucken wir erstmal nur hier. Und so ein bisschen um. Was ist das denn hier eigentlich? Im echten Leben ist sowas echt schön. Aufs Meer rausgucken. Hier bei Pokémon ist es eher so, ja, na gut, ne. aber im echten Leben hat es echt Stil, einfach so aufs Meer rauszugucken. Das muss ich schon sagen, das ist immer so. Weißt du, es ist warm, eine warme Brise oder so. Das hat schon Stil. Ich weiß, ich bin mega romantisch. Ich weiß. So, wer von euch will... Oh, falsche Taste. Wer von... Na, guck mich nicht an. Komm. Ehrlich, das sieht aus wie ein Doppelkampf und wir machen mal jetzt knallhart hier. Toll, war richtig knallhart. Habt ihr gesehen? Das war richtig knallhart. Wir machen einfach unsere zwei coolsten. Unsere zwei aufwendigsten. So, wer will einen Doppelkampf hier? Komische Tänzer. Unsere Tanztechnik sind eine Mischung aus Karate und Hula-Tanz. Ich zeige meine Dankbarkeit für die Beeren, die ich bekomme in Form eines Tanzes. Bezahlen sie lieber, ganz ehrlich. Ich kann ja auch nicht in den Supermarkt gehen, weißt du, und der Kassiererin was vortanzen und sagen, dann nehme ich jetzt mit, weil nehme ich einfach mit jetzt. Toll. Linfuß. Bedroher. Sein Kopfstoß auf einen Linfu. Martin macht Fliegen auf das andere Linfu. Und dann ist hier schon Ruhe. So, tschüss Martin. Tschüss. Oh nein, rechte Hand. Ich weiß einfach nicht, was das bringt. Ehrlich, ich habe keinen Plan, was das bringt. Springt es jetzt davor oder? Haha. Turmkick wird nichts. Ich liebe es, wenn Turmkick nichts wird. Was? Macht es mehr Angriff dann oder irgendwas muss es ja bringen? Vorsicht, da kommt Mabula Level 53. Vorsicht, da kommt ein Drache von oben. Just saying. Ah, Batsch.
Sieht auch so lustig aus. Okay, ihr wart voll low, Alter, ganz ehrlich, ihr wart low. Aber Bebop kommt trotzdem Level up. Jetzt werden unsere Pokémon sowieso unbesiegbar. Ich hatte ganz vergessen, meine patentierten Siegestanz einzusetzen. Wie dumm von mir. Hula hula. So, dann können wir eigentlich erstmal wieder zurückgehen zum Pokémon Center und uns heilen, bevor wir jetzt weitergehen. Irgendwas, gegen was wir kämpfen können? Ach man, gegen sowas will man nicht kämpfen hier, gegen diesen alten, dieses alte Quallendings da. Aber schön, Bebop ist auch schon Level 50. Das gefällt mir sehr. Können wir auch gleich noch einkaufen mal und mal ein paar Tränke wieder kaufen und alles. Das ist ja auch noch wichtig. Guten Tag. Ja, mach sie mal fit. Ja, die Superbälle sind nur links. Die müssen doch irgendwie in den Ecken sein. Ich weiß es nicht. Sieht nicht aus. Hallo? Was kaufen? Tränke habe ich null. Oh, da müssen wir auch ein paar auffüllen. Ich meine, wir brauchen nicht mehr so viel von normalen Tränken, aber Supertränke sind immer noch die, die wir am meisten nutzen, weil Gründe, die ich nicht verstehe. So. Wir haben jetzt ja auch wieder richtig Kohle. Hypertränke müssen wir auch nochmal ein Pack mitnehmen. Komm, wir gehen gleich aufs Ganze hier. Beleber sind auch noch wichtig. Toptränke, ja, wir können davon 6 mitnehmen. Einfach nur, um eine gerade Zahl zu haben. Weil 4 ja keine gerade Zahl ist. Beleber. Wir müssen immer eine Zahl mit einer 0 haben. Komm, 30 Beleber mussten lang, oder? Hast du zufällig? Nö. Hast du nicht, denn nicht. Mal sehen. Vielleicht hat er schöne TMs. Gedankengut. Der Anwender konzentriert. Blizzard. Hyperstrahl. Solarstrahl. Donner. Ist eine starke Attacke, leider sehr ungenau. Schlammwoge, Feuersturm, starke Attacke, leider sehr ungenau. Steinkante wäre eigentlich gar nicht mal schlecht, oder? Aber jetzt wirklich für Kodon, kann das Kodon lernen? Das lernt er heute nicht mehr. Na Gott sei Dank machen wir gleich erstmal eine Aufnahmepause. Ja, kann er erlernen, nice. Weißt du, garantiert, ne? Genauigkeit 80. Ist aber auch nur, ist das? Komm, statt Antikraft. Ich weiß gar nicht, was. Steinhagel 75. Ich will mal ganz kurz gucken, was. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was. Felsgrab für eine Stärke hat. Kann ich das irgendwo sehen? Okay, Felsgrab hat 60. Aber es senkt halt die Initiative. Macht das die hier unten auch? Da schreckt es eventuell zurück. Ach komm. Wir machen das statt Felsgrab. Ich meine, es ist cool, wenn Initiative zurück, aber naja. Lichtkanone ist, glaube ich, Stahl, ne? Ja, aber es ist Kategorie Psycho. Nee, glaube ich nicht. So, was haben wir sonst noch? Psychoschock. Drachenroute ist ja dieses, dass es wieder zurückgeht. Voltwechsel, Psychokinese, Blutsauger, Schmalhorn. Wir hätten zur Not hier auch noch Felsgrab. Also wenn, ne, wenn wir sagen, wir wollen es doch so behalten. Den Rest brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Was hat er sonst noch? Wobei ich glaube, der hat nur diese 5 AP-Ding, aber. Fokusstoß ist halt auch ein harter Zuschlag-Ding. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Eisattacken, ne?
könnte dann Eisattacken. Doch klar haben wir Eisattacken. Hat. Ach Gott. Bevor wir es jetzt einfach kaufen. Bericht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Eissturm hast du drinne. 55. Ja, ich glaube, da könnte man mal vielleicht eine Blizzard für reinsetzen, wa? Statt Eissturm. Vielleicht irgendwie mal gegen, ne? Ich hätte gerne lieber Eisstrahl, weil es einfach genauer ist und besser, aber wir sind bald pleite. Wir haben vielleicht kein Geld mehr. Tja. Ich drücke hier falsche Tasten ohne Ende. Hat leider nur eine Genauigkeit von 70. Das ist. Deswegen mache ich sowas eigentlich nie wirklich gerne. Aber wenn es trifft, ist es stark. Deswegen machen wir das einfach statt Eissturm. Und wir haben ja auch noch keinen Eis-Z-Stein. Wobei, der wird niemals einen anderen Z-Stein tragen hier, weil seine Schaumserenade als Z-Stein halt einfach so Damage macht, dass gar nichts mehr geht. Okay. Dann speichern wir jetzt noch schnell. Und dann verabschiede ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe jetzt frühstücken und, naja, heute habe ich einen freien Tag. Geil, ne? Finde ich auch. Warte. Da muss ich mich kurz strecken. So, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum Inselkönig von Pony gehen, die Prüfungen von Pony machen, den Inselkönig von Pony besiegen, die Ultrapforte durchschreiten, Necrozma besiegen, die Welt retten und dann die Pokémon-Liga machen. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. Ich glaube, so wird der Plan sein. Ich glaube, so wird es aussehen. Und ich bin gespannt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.